Herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter am Dienstagmorgen. Schauen wir auf die Situation aktuell. Und da haben wir also ein breites Regenband, das sich so vom Oberrhein, Schwarzwald, diagonal übers Land in Richtung Berlin und Ostsee erstreckt. Also das ganze Regengebiet jetzt am Dienstagmorgen, das wandert langsam nordwärts weiter. Und schauen wir auf Dienstagnachmittag und Abend. Und da haben wir schon die nächste Kaltfront, die von Westen hereinrückt. Und das bedeutet, wir sind tiefdruckbestimmt. Wir haben sehr unbeständiges Wetter. Dazwischen aber eine Phase, wo es vorübergehend Auflockerungen gibt. Eben so ein Streifen so von der Mitte Niedersachsen bis in Richtung Schwäbische Alb im Laufe des Tages. Temperaturmäßig so im Osten des Landes bis zu 16 Grad, im Westen meist nur so 11 bis 13 Grad. Schauen wir auf Mittwoch, das Wetter. Einerseits eben dieses Frontensystem, das zieht langsam in den Morgen- und Vormittagsstunden ostwärts weiter. Das heißt Südosten Bayerns, dann über den Oberpfälzer, Bayerischen Wald, Erzgebirge, Erzgebirgsvorland. Da kann es in den Morgenstunden des Mittwoch noch regnen. Anschließend dahinter ein Band mit doch recht vielen Wolken. Dann die Auflockerungsphase, aber es kommen schon wieder neue Schauer, vereinzelt samt Blitz und Donner, so von Nordwesten rein. Also die unbeständige Wetterlage bleibt uns erhalten. Und temperaturmäßig, da pendeln wir uns so zwischen 11 und maximal 15, 16 Grad ein. Also so ein typischer Herbsttag. Zum Teil ist es auch windig. Schauen wir aber die Großwetterlage an. Wie entwickelt sich das Ganze? Eine Hochdruckbrücke erstreckt sich dann so von Frankreich bis Osteuropa und das bestimmt die zweite Wochenhälfte. Und das würde bedeuten, wir bekommen trockenere Luft ab. Es ist so das typische Herbstwetter mit zum Teil Nebel, Hochnebel, aber auch mit doch längeren sonnigen Phasen. Trockene Wetterphase stellt sich ein für die zweite Wochenhälfte und das Ganze gilt dann auch für das kommende Wochenende. Die Nächte werden zum Teil, wenn es klar ist, deutlich frisch und kühl.